Da sind wir wieder zurück bei Red. Schon als Teenie steht für Chris Tomic fest, er will mehr als nur im Grillrestaurant seiner Eltern zu stehen. Mit Anfang 20 steht der Computer-Nerd aus dem Ruhrpott dann vor einem Milliardendeal. Doch es kommt alles ganz anders. Wie Chris es geschafft hat, sich hochzurappeln und dann doch noch zum Multimillionär wurde, wir haben jetzt die unglaubliche Geschichte für Sie. Chris Tomic lebt das Leben, von dem viele träumen. Schnelle Autos, hübsche Freundin, dickes Bankkonto. Doch der Weg ins Luxusleben war alles andere als einfach. Jeder, der alles in seinem Leben mal verloren hat und von null anfängt, der ist irgendwie auch erfolgreich. Ja, bei mir waren es halt knapp 250 Milliarden Euro. Und, aber ich habe trotzdem noch mal Gas gegeben und ich glaube, das kann auch jeder schaffen. Es ist die Geschichte eines jungen Deutschen aus einfachen Verhältnissen. Über plötzlichen Erfolg, einen tiefen Fall und den Willen, es in die Liga der Superreichen zu schaffen. Wir treffen den 39-Jährigen in Florida. Für ihn und seine Freundin Anna ist Miami ein zweites Zuhause. Sein Herz hängt aber immer noch an Deutschland, wo er aufwuchs und wo seine Familie lebt. Rufst du die Mama an? Ja, hallo, hallo. Ja. Hallo, Mama Tomic. Hallo. Ja, wie geht's dir? Wo seid ihr am Strand? Nee. Ihr steht am Strand irgendwo. Nee. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter. Das ist ja meine einzige Familie, die ich so habe praktisch. Ja? Und wenn ich das nicht mache, dann geht's uns beiden schlecht. Chris ist der Sohn kroatischer Auswanderer, die im Ruhrpott mehrere Grillbuden betreiben. Schon als Kind weiß er, dass er nicht in die Fußstapfen seiner Eltern treten will. Vielmehr begeistert er sich für Computer, programmiert in jeder freien Minute nach der Schule und bricht dafür später sogar sein Studium ab. Zum Ärger seines Vaters. Meine Eltern wollten ja unbedingt dieses klassische Bild eines studierten Sohnes haben, habe aber parallel schon mit einem Bekannten von mir zusammengearbeitet. Wir haben halt Internetseiten entworfen, bevor der Riesenknall im Internet kam. Dann hat mein Vater mir damals gesagt, wenn du nicht studierst, musst du gehen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Chris arbeitete damals im Keller seines Elternhauses an etwas, das unseren Handygebrauch revolutionieren sollte. Sender 107, 108 oder 109. Er war es, der als Teenager gemeinsam mit einem Freund die Technologie entwickelte, mit der man erstmals Logos und Klingeltöne per SMS verschicken konnte. Ein Riesending Ende der 90er. Ein paar Jahre später sollte den 22-Jährigen ein Milliardendeal zum Multimillionär machen. Und haben einen Investor gefunden, der sich dafür sehr interessiert hat. Ich sollte Anteile bekommen von der Firma, 15% davon erhalten, habe ich nie bekommen. Ja. Wie wäre das gewesen? Es wären um die 300 Millionen Euro gewesen. So. Ja. Das Geschäft mit seiner Idee machen andere. Statt Millionen bekommt er nichts. Der Traum vom Leben im Luxus platzt. Ich war im Arsch. Also überarbeitet, gestresst, ja, linke Seite, ich konnte mich kaum bewegen, war im Krankenhaus 2 Tage lang, ja, war schon echt scheiße. Depressionen und Pleite sind die Folge. Es hat schon gedauert, ein paar Monate, ja, dass ich wieder zurückkomme, aber ich habe gesagt, okay, das ist ja mein Leben, ja. Trotz des bitteren Rückschlages gibt der Computerfreak nicht auf und fängt wieder bei Null an. Was mich antreibt, ist einfach nur die Liebe zu meinem Beruf. Ja, ich finde es geil, ich finde Internetsachen geil, ich finde Mobilfunk geil. Alles, was mit Computer zu tun hat, ist halt meine Passion. Ja? Und die werde ich auch, bis ich 80 bin, noch gut finden. Diese Leidenschaft verhilft ihm ein zweites Mal zum Erfolg. Der Studienabbrecher steuert heute ein internationales Unternehmen und besitzt weltweit 12 Firmen. Er vermehrt sein Vermögen stetig, nicht zuletzt, weil er sich an Ratschläge seines Vaters hält. Der Mann, der ihn wegen seiner Computerspinnereien rauswarf und der aufgrund seines frühen Todes den Erfolg des Sohnes nicht mehr miterleben konnte. Ein sehr weiser Mensch hat mir mal gesagt, ja, 30% deines Vermögens sollte in deine Firma gehen, 30% solltest du sparen. Und 30% solltest du mal in solide Sachen investieren. Deswegen investiert Tomic viel in Immobilien. Dieses 1,2 Millionen Euro teure Penthouse in Miami ist nur eine von 30, die er besitzt. Hier lebt er mit Freundin Anna. Als ich den Chris kennengelernt habe, war er mehr so ein Party-Typ und hatte immer so 10 Mädchen um sich rum und ich dachte immer so, ach, was ist denn das für ein Typ? Das erste Mal, wo sie mich halt kennengelernt hat, hat sie gesagt, hau mal ab. Davon habe ich mich ja nicht abschrecken lassen. Ja, ich bin ja dran geblieben
Und irgendwann hat es dann funktioniert. Die Beziehung zu der 25-Jährigen verändert den Selfmade-Millionär. Der Frauenheld kommt nur noch ab und zu durch. So wie hier, als er Anna zu einer Beauty-Behandlung begleitet. Hey, how are you? Nice to meet you. This is Anna. Hi, Anna. Während Freundin Anna drinnen verwöhnt wird, flirtet der 39-Jährige mit Models, die neben dem Salon shooten. Bevor er Anna kannte, war das Alltag. You're having the shoot today, right? Yes, it's been so interesting. Damals gab es halt keine Limits. Man hat viele Leute kennengelernt, viele Mädels auch kennengelernt. Ich habe aber gemerkt, dass das nicht das Richtige ist, ja. Das hat mich auch wirklich nochmal drüber nachdenken lassen, was ich eigentlich will im Leben. Ich bin ja froh, dass ich die Anna habe. Also die würde ich ja nicht gegen alle von denen hier eintauschen. Man könnte sagen, je erfolgreicher und vermögender der deutsche Unternehmer wurde, desto bodenständiger wurde er auch. Denn er bekommt oft mit, wie Geld Menschen verändern kann. Natürlich einfach, wenn man Geld hat, ja. Das Problem ist, dass viele Leute einfach nur durchknallen. Upsa. Dass sie einfach nur durchknallen, wenn die mal ein paar Nullen auf dem Konto sehen. Und da muss man halt immer irgendwie locker bleiben. Ich glaube, es liegt immer an der Person selber, ja, ob dich Geld verändert oder auch einsam macht. Der Multimillionär umgibt sich immer noch am liebsten mit seinen alten Freunden, die er schon vor seinem Erfolg hatte. Und auch sinnlose Verschwendung kommt für ihn nicht in Frage. Das Boot gehört Ascher. Ich weiß nicht, ob der so einen tollen Deal gemacht hat. Also ist nächstes Jahr bestimmt die Hälfte wert. Was kostet ein Boot? 80 Mios bestimmt. Schlechte Investition. Würde ich nicht. Hier ist besser, so Paddelboot. Finde ich geiler. Chris ist es wichtig, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. In Afrika lernt er Waisenkinder kennen, die wie er den Vater verloren haben. Ihnen zu helfen, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Wir haben halt drei Hospitäler gemacht für Kinder in Südafrika, ja, die wir auch jedes Jahr besuchen gehen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Das ist eine Seite von Chris, die nur wenige kennen. Viele sehen nur den erfolgreichen Typen, der immer dicke Autos fährt und mit seiner hübschen Freundin die Sonnenseite des Lebens genießt. Jetski-Time, komm tanzen wir! Die Leute urteilen ja immer sehr schnell, ja. Was mich nervt, ist halt, dass jeder irgendwie glaubt, dass ich nicht arbeite, ja. Dass ich den ganzen Tag nur Urlaub habe und dass sie nicht wissen, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe. Deshalb sind solche gemeinsamen Momente für das erfolgsverwöhnte Paar keine Selbstverständlichkeit. Anna muss oft um Zeit mit dem Workaholic kämpfen. Trotzdem hält die Beziehung schon seit 4 Jahren. Chris ist so ein Typ, auf den man sich wirklich verlassen kann. Er spart, aber er ist so generous mit Leuten, mit seinen Freunden, mit mir, mit seiner Mama. Dafür bin ich wirklich dankbar, dass er so ein verlässlicher Mensch ist. Glück für mich ist einfach nur, jeden Morgen aufzuwachen und das zu machen, was ich liebe, meine Arbeit. Ja? Und dass ich danach einfach auch ein bisschen meine Hobbys machen kann. Mit Anna zusammen sein, das ist für mich das Glück des Tages. Jeden Tag aufs Neue. Als Teenager kannte er nur ein Ziel, einmal richtig reich werden. Heute weiß Chris Tomic, dass Geld nicht alles ist. Aber er weiß auch, dass Niederlagen Chancen bedeuten und Leidenschaft und Ehrgeiz belohnt werden. So hat er es vom Computer-Nerd zum millionenschweren Unternehmer geschafft, der vor allem glücklich ist. Ja, so eine Geschichte zeigt doch mal wieder, man muss eigentlich nur fest an seine Träume glauben. So, und wir machen weiter mit Actionstar Bruce Willis. Der hat diese Woche gezeigt, dass er nicht nur in seinen Filmen hart im Nehmen ist.